Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem DocuSnap-Anwender-Webinar. Mein Name ist Lisa Maria Jäger. Ich bin vom DocuSnap-Vertriebsteam. Der ein oder andere kennt mich gewiss vom Telefon. Ja, für Sie vorab, das Webinar wird aufgezeichnet. Fragen können wir dann gerne mal schauen, ob wir die im Nachgang noch beantworten oder ob ich die dann einfach ans Consulting weitergebe. Scheuen Sie sich nicht, bei mir dann einfach einzukippen. Ja, und unser Thema heute, ja, DocuSnap effizient in der täglichen Arbeit einsetzen. Und hierzu möchte ich Ihnen heute einfach nochmals die wesentlichen Neuerungen von der letzten Zeit zeigen, weil, ja, bei uns steht immer im Raum die Aussage, DocuSnap ist komplex. Ja, das kann man nachvollziehen. Die meisten haben irgendwie im Hinterkopf, man benötigt für alles administrative Berechtigungen, SQL-Kenntnisse sind notwendig, Standardberichte sind zu umfangreich. Das sind einfach Hürden, die wir im Vertrieb, aber auch bei uns im Consulting immer wieder diese Stimmen auftauchen. Und dem möchte ich heute einfach ja, so ein bisschen gegensteuern, Ihnen so ein bisschen das Bedenken nehmen, weil eigentlich alles gar nicht so wild ist. Auch wenn man jetzt nicht täglich von 9 bis 5 mit DocuSnap arbeitet, denke ich, kann man schon mal einiges ja, rausziehen, denn DocuSnap muss nicht komplex sein. Wir schaffen es zum Beispiel mit Benutzerberechtigungen schon mal erste Ergebnisse zu erzielen. Wir brauchen nicht unbedingt SQL-Kenntnisse, denn wir haben unseren DocuSnap Connect Abfragegenerator, wo wir schon mal die ersten Auswertungen rausziehen können. Und wir schauen einfach uns jetzt mal ein paar Berichte an. Wir liefern vielfältige Varianten mit, wo man gar nicht erst selbst Hand anlegen muss. Da gebe ich Ihnen heute auch noch mal so ein paar Ideen mit. Ja, dann bleiben wir doch mal bei unserem ersten Punkt, bei den Benutzerberechtigungen, die uns schon mal erste Ergebnisse liefern. Zum Beispiel bei unserem Active Directory Scan haben wir jetzt die Möglichkeit, ja, mit einfachen Benutzerberechtigungen, Betriebssysteme, Alter, den Status von dem System herauszufinden. Und in einer neuen View können wir uns das dann im Datenbaum wunderbar anzeigen lassen. Bei unserem IP-Scan ist es sogar gar nicht notwendig, dass wir irgendwelche Anmeldeinformationen haben, sondern wir brauchen eigentlich nur einen IP-Adressbereich, den wir dann eben abscannen. Und der ist halt perfekt, damit man einfach schon mal erste Kennzeichen hat, beziehungsweise erste Kennzahlen über das Netz von dem Kunden oder von dem Standort, der mir noch unbekannt ist. Und hier schon mal erste Ergebnisse einzusammeln. Ja, dann bleiben wir jetzt einfach mal bei diesen zwei Punkten und da würde ich jetzt einfach gerade in DocuSnap reinhüpfen und Ihnen hier zeigen, wie wir das quasi verwirklichen können. Ja, Sie alle kennen unsere Oberfläche. Wir bleiben jetzt hier im Inventarbereich und unser IP-Scanner ermöglicht es uns quasi jetzt hier ohne Zugangsdaten eine IP-Range abzuscannen. Der ein oder andere kennt es vielleicht, man ist bei einem Kunden vor Ort oder eben in einem unbekannten Standort, da hat man eben solche Daten noch nicht gleich zur Hand oder man stößt eben auf Probleme zum Thema Zugriff verweigert, Port blockiert, RPC-Server ist nicht verfügbar. Das sind so die gängigen Varianten, wo man eben immer wieder auf Hürden stößt. Und beim IP-Scan habe ich eben die Möglichkeit, erstmal ja, einen groben Überblick über das Netz zu erhalten. Das ist quasi eine Nmap-basierende Netzwerkinventarisierung, wo wir dann schon mal die IP, das Betriebssystem, den Hersteller rauskriegen. Und das ist genau die Flughöhe, um sich erstmal einen Überblick verschaffen zu können über das Netz. Und da steigen wir jetzt eben hier ein über den IP-Scan. Sie sehen, wir haben hier wieder unseren Assistenten, der wieder sich öffnet. Wir haben den Mandanten, den wir auswählen. Wir wählen entsprechend die Domäne. Und dann definieren wir quasi eine IP-Range, die wir hier abscannen wollen. Was hier wichtig ist, nehmen Sie hier den erweiterten IP-Scan mit, weil da kriege ich dann eben genauere Informationen raus. Dafür ist aber dieser PCAP-Treiber notwendig. Und damit ich dann eben solche Dinge kriege wie Betriebssystem, Hersteller und so weiter.
Genau, wenn wir den Scan dann durchhaben, haben wir natürlich auch wieder die Möglichkeit, das Ganze Zeit zu planen. Ich stoße das jetzt hier nicht an, denn ich habe natürlich schon ein bisschen was vorbereitet für Sie. Und wir navigieren jetzt hier links in unserem Datenbaum in unseren Mandanten rein, gehen unter den Bereich Infrastruktur in die Domäne und in unsere IP-Systeme. Und darunter finde ich dann eben alle inventarisierten Geräte. Habe hier eine Liste. Class B-Netze können in einem Zuge inventarisiert werden. Das ist eben für Sie noch als Hinweis wichtig. Und eben dieser PCAP-Treiber ist notwendig, damit ich eben diesen erweiterten Scan bekomme für zum Beispiel hier das Betriebssystem in der Spalte oder zum Beispiel den Hersteller dann und so weiter. Und hier habe ich auch schon wunderbar schön die Möglichkeit, mir eben wieder über einen Filter rauszusuchen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hierher gehe, ich möchte mir jetzt zum Beispiel einen Filter setzen auf meine LaserJet-HP-Geräte, habe ich schon mal ein erstes Indiz. Okay, ich habe jetzt hier drei gefundene Geräte. Es wird natürlich empfohlen, diese Dinge oder diese Systeme dann höherwertig zu inventarisieren, sodass die dann quasi unter meinen Arbeitsstationen drin stehen, unter meinen Servern, wo ich dann eben weitere Informationen kriege zu Hard- und Software. Und das ist eben wie gewohnt dann eben über diesen Windows AD-Scan, wo ich dann eben auch entsprechende Berechtigungen brauche, damit ich das rauslesen kann. Aber wie gesagt, hier dieser IP-Scan ist eine super Möglichkeit eben für IT-Dienstleister oder wenn ich jetzt sage, ich habe hier eine Struktur, möchte mich jetzt erstmal nicht irgendwie wie mit Firewall-Einstellungen auseinandersetzen. Das ist eine wunderbare erste Auswertung, die ich mir hier ziehen kann. Genau. Dann kommen wir zu unserem Active Directory-Scan. Wie gesagt, das ist eigentlich schon ein alter Hut, den haben wir ja schon von Anfang an mit dabei. Aber dieser Active Directory Scan, der benötigt nur Benutzerberechtigungen, wo ich dann eben sagen kann, ich habe jetzt über eine eigene View die Möglichkeit, mir die AD-Computer rauszupicken. Da gehen wir jetzt einfach hier rein in unseren ADS-Scan. Gehen hier rein über den Snapshot, der ja mit jeder Inventarisierung angelegt wird. Und darunter habe ich dann eben meine ADS-Computer. Und da habe ich jetzt eben auch schon einen super Überblick. Ich sehe, okay, haben diese Computer für ein Betriebssystem am Laufen, das Passwortalter, was hier auch noch spannend sein kann. Wenn ich sagen möchte, ich setze mir hier einen Filter zum Beispiel größer 90 Tage, um diese ganzen Altlasten rauszufiltern. Und habe eben hier eine View, wo ich schnell arbeiten kann, schnell agieren kann und kann man das eben ganz einfach über Benutzerberechtigungen auslesen. Kann man das auch eben hier exportieren? Diese Funktion haben wir ja immer, dass ich mir das eben nochmal in eine Excel ausgeben kann. Genau. Das sind eben zwei Punkte, wo ich Ihnen jetzt eben zeigen möchte. Sie brauchen nicht viel. Sie schaffen es einfach, einen ersten Überblick zu bekommen. Was ist denn da? Und dann kann man natürlich einen Step weitergehen und tiefer einsteigen. Gut. Dann gehen wir zu unserem DokuSnap Connect. Ja, wie gesagt, die These, es sind immer SQL-Kenntnisse notwendig. Die kann ich eigentlich widerlegen, weil unser DokuSnap Connect, das ist ein Abfragegenerator innerhalb von DokuSnap. Der eine oder andere, der kennt es, ja, in Anführungszeichen noch als als reine Exportfunktion in DokuSnap, wo man eben früher in eine Excel, in eine CSV, in eine andere Microsoft SQL Datenbank Informationen aus DokuSnap exportieren konnte. Wir haben das Ganze jetzt aber aufgegriffen und haben eben die Möglichkeit generiert, dass Sie eben Abfragen in DokuSnap im Datenbaum abrufbar machen können und diese eben weiter verwenden können. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwie einen Bericht vermissen oder irgendwie eine Auswertung vermissen, dann haben Sie jetzt hier über das DokuSnap Connect die Möglichkeit, eigene Pakete zu erzeugen, wo Sie dann quasi eigene Ausgaben definieren können. Damit Sie sich das besser vorstellen können, würde ich da jetzt auch wieder zurück nach DokuSnap wechseln. Denn Sie sehen, hier unten ist ein neuer Punkt mit dazugekommen.
ist eben diese DocuSnap Connect-Funktionalität, wo ich jetzt eben sagen kann, ich habe hier schon bestehende Pakete. Ich habe zum Beispiel mir eine Auswertung gemacht über alle Windows-Systeme. Kriege ich hier ganz schick und schnell eine Liste. Okay, das sind alle meine Windows-Systeme, kann ich mal exportieren und dann eben wieder weiterverarbeiten. Oder zum Beispiel eine Übersicht über meine Netzwerkdrucker. Okay, habe ich schnell hier mir zusammengeklickt eine Abfrage, bevor ich da jetzt lang im Datenbaum mir unter die SNMP-Systeme das zusammensuche, habe ich das eben hier über dieses über diese DocuSnap Connect View erstellt. Und das würde ich Ihnen mit Ihnen jetzt einfach gerne mal zusammen erstellen. Wir machen uns jetzt da hier einfach mal eine Systemübersicht. Und unter den Extras, Paketeditor, finden Sie jetzt eben die Möglichkeit, entweder ein bestehendes Paket anzupassen oder eben ein komplett neues Paket zu erstellen. Da gehen wir jetzt hier rein und erstellen uns jetzt hier einfach mal unsere Systemübersicht. Gut, dann haben wir jetzt hier unser neues Paket definiert und möchten jetzt quasi uns beispielsweise mal unsere Arbeitsstationen mit reinholen und unsere Server. Dann nennen wir das jetzt hier einfach auch noch Systemübersicht und gehen hier dann entsprechend rein und wählen uns die DocuSnap-Objekte. Denn es ist jetzt eben nicht notwendig, dass ich jetzt irgendwelche Tabellen von DocuSnap auswendig lernen muss, sondern ich habe hier ganz einfach meinen Datenbaum, kann dann eben entsprechend hier reingehen und kann eben einmal die Arbeitsstationen mir auswählen und dann brauche ich noch den Punkt allgemein, weil da stecken dann solche Dinge wie drin, wie das Betriebssystem, das Modell und so weiter, was wir halt uns eben jetzt anzeigen lassen wollen. Gut. Zudem wollen wir das Ganze auch noch für die Server dann uns auswählen. Da kommen wir aber später gleich noch dazu. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier unten anlegen, was wir denn eben alles angezeigt haben wollen. Das heißt, ich möchte jetzt gern von der Arbeitsstation meinen Namen anzeigen lassen. Dann möchte ich bei der Arbeitsstation mir zum Beispiel noch den Typ anzeigen lassen. Und dann möchte ich noch sehen, ob bei der Arbeitsstation das Gerät virtualisiert ist. Gut, dann lassen wir uns noch anzeigen. Unter dem Punkt Allgemein haben wir dann eben die Dinge drin, wie zum Beispiel das Betriebssystem. Was können wir uns noch anzeigen lassen? Zum Beispiel den Systemhersteller könnten wir beispielsweise Nummer 3 nehmen. Genau. Und hier sehen wir dann einfach schon mal in der ersten Vorschau. Okay, ich habe jetzt hier all meine Arbeitsstationen. Ich sehe, ist das Gerät virtualisiert? Was hat es für ein Betriebssystem am Laufen? Und habe einfach hier schon mal die erste View. Jetzt möchte man natürlich das Ganze noch für unsere Server. Das heißt, ich mache mir jetzt hier einfach ein Union, wo ich jetzt einfach mir wieder diese Objekte hinzufüge, navigiere wieder in meinen Datenbaum rein. Brauche jetzt aber nicht meine Arbeitsstationen, sondern meine Server zum einen. Und darunter dann genau das gleiche Spiel. Unter dem Punkt Allgemein haben wir diese ganzen Scan-Infos. So, wir brauchen den Servernamen. Dann brauchen wir entsprechend, was haben wir gesagt? Wir hatten noch den Typ mit dabei. Dann hatten wir noch die Info virtualisiert. Und dann unter Allgemein haben wir einmal das Betriebssystem und einmal so den Systemhersteller. Wunderbar. Speichern uns das Ganze nochmal und gehen nochmal in die Vorschau. So, ja, das sieht jetzt natürlich alles nicht ganz so schön aus, weil wir haben jetzt hier eine Spalte für Servernamen und einmal eine Spalte für Arbeitsstationennamen. Das hängt davon ab, dass wir einen unterschiedlichen Alias hatten. Das heißt, Sie sehen hier diesen Alias. Dieser muss identisch sein. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben zum Beispiel bei den Arbeitsstationen den Namen, schreiben hier den Namen rein
und brauchen das Ganze beim Server eben auch identisch. Und dann sehen wir, wenn wir wieder in die Vorschau gehen, okay, wir haben alles unter entsprechend einem drinnen. Und das ist eben der Punkt, wo eben übereinstimmen muss, weil sonst habe ich eben die Chance, dass das eben in einzelnen Feldern ist und das wollen wir ja nicht haben, das ist nicht schön. Und deswegen auf diesen Alias achten, damit die entsprechend die gleiche Bezeichnung haben, dann haben wir das auch alles in einer Spalte mit drinnen. Genau, dann haben wir uns unsere Auswertung erstellt und dann switchen wir in DocuSnap zurück hier in diesen Knotenpunkt und in unsere Systemübersicht. Und da habe ich dann eben all meine Geräte drinnen und sehe, okay, ich habe eine Liste von all meinen Systemen, kann man die entsprechend rauspicken und habe eben hier auch wieder diese Möglichkeit zu filtern, zum Beispiel, dass ich jetzt sehen möchte, gut, zeig mir doch bitte all meine Windows 10 Kisten an. Und kann es dann eben entsprechend weiter verwenden. Genau, gut. Dann würde ich Ihnen gern auch noch ein anderes Beispiel zeigen, wo man zum Beispiel jetzt ein bisschen noch mit Filtermöglichkeiten arbeiten können. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten uns zum Beispiel die lokalen Administratoren ausgeben. Dann gehen wir jetzt wieder hier rein, erstellen uns ein neues Paket. So, dann passen wir uns hier das auch nochmal an. Genau. Gut, dann müssen wir uns das Ganze natürlich eben wieder hier über die Objekte hinzufügen. Und da gehen wir hier ran, gehen in die Arbeitsstationen wieder rein, holen uns zum einen die Arbeitsstationen raus, holen uns die Scans raus, holen uns dann die lokalen Gruppen, die haben wir hier unten und dann die lokalen Gruppenmitglieder, die nehmen wir auch noch mit. So, dann passen wir uns das Ganze wieder an, nehmen wir beim Arbeitsstation die Namen mit, beim Scan können wir zum Beispiel das Scan-Datum uns anzeigen lassen, dann bei den lokalen Gruppen brauchen wir auch den Namen. Und dann braucht man noch die lokalen Gruppenmitglieder, wo ich mal dann einmal den Namen und einmal die SID anzeigen lasse. Genau, wunderbar. So, und dann schauen wir mal, ob wir hier schon genau was sehen. Gut, dann denke ich mir jetzt, naja, es ist ja eigentlich sinnbefreit, wenn ich da jetzt drinstehen habe, zum Beispiel die Administratoren oder die Domain-Admins, die möchte ich mir jetzt zum Beispiel ausschließen. Und beim Gruppennamen gehe ich jetzt eben nur auf die Administratoren. Die sind für mich relevant. Das heißt, ich hole mir jetzt hier den Gruppennamen raus und habe hier die Möglichkeit, den Filter zu aktivieren. Und da gehen wir jetzt eben hier rein und gehen auf Administrators, setzen uns einmal den Filter, speichern das Ganze wieder, gehen in die Vorschau. Und dann brauche ich einmal noch die Gruppenmitglieder, dass ich das ausschließe. Die sind einmal not in. Klammer auf, einmal Administrator und einmal Domain Admins. Genau. Speichern wir das Ganze. Und dann zeige ich Ihnen einfach meine Auswertung, habe hier in der Vorschau dann das Ganze entsprechend hier vorgefiltert, sehe eben nur noch die in der Gruppe Administrators und sehe eben alle, die entsprechend lokaler Admin sind.
Und das ist halt wirklich eine schöne Möglichkeit. Bevor ich da jetzt lange rumfische im Baum, kann ich hier reingehen, kann mir das ganz einfach hier anzeigen lassen in meinem Datenbaum wieder. Und habe dann eben hier eine Liste von meinen lokalen Admins. Genau. Wenn Sie jetzt gefragt hatten, ja, wir haben ja hier den Punkt bei unserem Paket mit diesem ONC-Pfad. Ja, dieser ONC-Pfad, das ist eigentlich die Funktion vom DocuSnap Connect, wo eben früher dieser Export damit verbunden war. Da ging es eigentlich darum, dass dieser ONC-Pfad eine Verknüpfung nach DocuSnap, ja, bildet, wo man dann eben direkt auf das verknüpfte Objekt quasi wieder springen kann. Also wenn ich jetzt sage, ich hole mir jetzt zum Beispiel hier mein System raus, kopiere mir das entsprechend und gehe jetzt hier in meinen Explorer rein und habe dann eben die Möglichkeit hier über DocuSnap und mir den OMC-Pfad, das hat nicht funktioniert, oftmals draufbleiben, oftmals kopieren. Ab und zu mag er das nicht. Probieren wir es nochmal. Doppelpunkt. Genau, und jetzt hier sehen Sie hier, das ist der ONC-Pfad und dann springt Ihnen DocuSnap sofort auf diese Arbeitsstation. Sie sehen hier rein und macht Ihnen sofort das Gerät auf, bevor Sie da lange im Datenbaum suchen müssen, weil das ist ein Punkt, wenn ich da mehrere Systeme drinnen habe, ist das halt eine Mordsucherei. Und so kann ich mir über den OEC-Pfad sofort, ja, kann ich sofort auf mein System hüpfen. Genau. Ja, dann schauen wir einen Punkt weiter zu unserem DocuSnap-Berichten. Ja, wir haben vielfältige Berichte und Abfragen, wo man vielleicht manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ist es so, ich habe mir jetzt ein paar Berichte rausgesucht, wo ich mir denke, die können Ihnen ja in ersten Steps einfach behilflich sein. Das sind Ansichten, wo ich sage, hier habe ich die Möglichkeit, schnell an Informationen zu kommen, ohne dass ich jetzt sage, ich baue mir hier einen eigenen Report, ich muss mir einen bestehenden Report anpassen. Und das wäre jetzt zum Beispiel einmal im Bereich Active Directory haben wir jetzt ganz neu einen Vergleichsbericht, wo ich dann eben mir meine Änderungen aufzeigen lassen kann. Dann das Thema Softwaresuche oder eben einfach eine Übersicht über meine Windows-Server kompakt. Dann bei den Abfragen, zum Beispiel im Bereich Topologie, ist es ja bekannt, dass wir eigentlich das Ganze nur in Reportform hatten, beziehungsweise in Planform, wo ich sage, ich habe meinen Switch, ich sehe die Portbelegung. Da zeige ich Ihnen dann noch was Schönes. Und beim SQL oder Serverübersichten haben wir im Bereich der Zusammenfassung auch nochmal eine schnelle Möglichkeit, auf Daten zuzugreifen. Und da hüpfen wir jetzt auch noch mal zu guter Letzt in DocuSnap rein. So. Denn darunter habe ich jetzt einmal eben diesen ADS-Vergleichsbericht. Da gehen Sie ganz gewohnt in den Punkt Berichte rein, gehen entsprechend hier in die Infrastruktur und im Bereich Active Directory. Und da sehen wir eben jetzt hier unseren Vergleichsbericht, wo ich eben drin habe den Vergleich von meinen zwei Scans vom 4.6. und vom 18.11., wo ich eben die Veränderungen aufzeigen kann. Ich sehe neue Benutzergruppen und Computer sowie auch gelöschte Benutzergruppen und Computer und kann es eben entsprechend hier auf einen Blick sofort wunderbar sehen, was hat sich denn da bei mir im AD verändert seit dem letzten Scan. Die Reports kann ich mir natürlich wieder hier als Auftrag planen, sodass ich sage, das geht eben automatisch, gegebenenfalls auch mit einer E-Mail-Verteilung an die verantwortliche Person XY raus, wo ich einfach sehen kann, gut, diese Person bitte keine Ahnung, einmal in der Woche benachrichtigen, sodass ich da nicht mehr dran denken muss und dieser Report geht eben automatisch raus. Kann man das Ganze natürlich auch eben exportieren. Hier oben in eine PDF-Datei oder in eine Excel, je nachdem, wie ich diesen Report eben benötige. Was jetzt auch noch eine ganz tolle und schicke Sache ist, muss ich sagen, ist im Bereich Software die Software-Suche.
Vor allem, wenn wir jetzt dieses aktuelle Thema Migration, Windows 7 und Windows 10 aufgreifen, dann ist es hier wirklich eine tolle Möglichkeit, reinzugehen und sich den Report ja, erzeugen zu lassen, wo ich eben sehe, okay, wo habe ich jetzt noch Windows 7 drauf, wo muss ich noch das entsprechend glatt ziehen oder beispielsweise nach einem Rollout von Office 365, dass ich einfach hergehen kann und auf die Schnelle sehe, okay, das sind all meine Geräte, wo jetzt in unserem Fall nicht mehr Windows 7 drauf ist. Das ist wunderbar, weil das sollte ja so der Fall sein. Oder wenn ich jetzt eben gesagt hätte, ich hätte jetzt, ich zeige Ihnen das jetzt nochmal mit Windows 10. Vielleicht habe ich da noch ein Beispiel, wo ich Ihnen zeigen kann. Genau, da haben wir nämlich installierte und eben nicht installierte. Und eben in unserem Fall bei Windows 7 ist es ja der beste Fall, wenn eben nichts mehr installiert ist. Das kann ich mir eben wunderbar in mein Migrationsprojekt eben hier mit reinnehmen und eben ausgeben lassen. Genau. Dann haben wir da noch unter dem Bereich Systeme unsere Zusammenfassung von der Windows von Windows Servern, wo ich mir einfach auch einen ja, Report ausgeben lassen kann. Ganz einfach und schnell. Hier dieser Windows Server Kompakt. Ich sehe eben nicht eine Wall of Text, sondern habe eben kurz und knackig meine Systeme, die letzte Inventarisierung, den Typ noch mit dabei, die Hardware und das Betriebssystem. Weil Sie kennen ja unsere Rechnerzusammenfassung nach so einer Inventarisierung, die ist ja dann doch ziemlich umfangreich, wo ich dann sage, ich habe knapp 40 Seiten für so ein einzelnes System. Das ist oftmals zu viel des Guten, wo ich dann einfach sagen kann, nee. Dieser Windows Server Kompakt, der bringt mir eine einfache Übersicht über meine einzelnen Serversysteme. Kurz und knackig. Genau. Dann kommen wir zum Punkt zu der Zusammenfassung, wo wir eben jetzt hier auch nochmal ein paar News mit dabei haben. Was ich eben gerade vorher angekündigt habe, ist eben dieser Topologiebereich, wo ich jetzt hier eine ganz einfache und schnelle Möglichkeit habe, mir meine Switch aufzulisten. Ich sehe die IP und entsprechend die Ports und was auch hinter diesem Port hängt. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, auch hier wieder zum Beispiel auf diesen ASWIT001 zu gehen. Und mir den Filter anzeigen zu lassen, okay, welche Ports sind denn bei dieser Kiste belegt, was hängt da dahinter, ohne dass ich das jetzt eben in bildlicher Form habe, sondern eben auch wieder kurz und kompakt in dieser Liste und habe eben wieder die Möglichkeit, das Ganze zu exportieren. Oder zum Beispiel eben, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier den Filter auf meinem Switch, jetzt möchte ich zum Beispiel sehen, wo hängt denn dieser ASWIT003 noch dahinter, dann kann ich auch wieder rangehen und eben hier mit zwei Filterkriterien arbeiten und sehe, okay, auf meinem Port 48 und 47 hängt diese Kiste hinten dran. Wenn jetzt hier nur die MAC-Adresse aufgelistet wird, das ist genauso wie in unserem Topologieplan, hat es einfach den Hintergrund, dass entsprechend das Gerät noch nicht inventarisiert wurde. Aber hier sehen wir, okay, dieser Switch wurde schon gescannt, dann habe ich eben auch diese Auflösung da dahinter. Genau. Gut, dann haben wir noch unsere SQL-Übersicht, wo ich auch auf die Schnelle einfach mal sehen kann, einen Überblick von den Datenbanken über alle inventarisierten SQL-Server. Ich habe hier entsprechend die Größe mit dabei, die Versionen, wenn wir dann hier reinschauen, den Datenbanknamen. Eben die Version, Scan-Datum wieder. Kurz und knapp eine Zusammenfassung eben über meine Datenbanken. Und dann habe ich eben noch die Möglichkeit, eben auch hier meine Serverrollen mir auszugeben, wo ich dann eben sagen kann, okay, jetzt picke ich mir zum Beispiel ja, meine SQL-Serverrolle raus, kann hier reingehen und kann mir dann sofort anzeigen lassen, okay, diese drei Kisten sind mit dieser Rolle eben ausgestattet und habe das eben auch halt wieder mit einer schnellen Übersicht, dass ich sehen kann, okay, das steckt da entsprechend dahinter, kann eben hier wieder filtern.
und habe hier auf die Schnelle dann eben meine Auswertungen, bevor ich da lang im Datenbaum rumsuchen muss. Genau, gut. Ja, das war jetzt eigentlich mal so ein grober ja, Rundflug. Jetzt schauen wir mal, ob jetzt bei den Fragen vielleicht noch was eingetrudelt ist. So, gut. Derzeit jetzt eigentlich nicht. Dann hoffe ich, dass ich Ihnen nochmal so ein paar Ideen mitgegeben habe, dass DocuSnap eigentlich gar nicht, wie gesagt, so komplex ist. Ja, von dem her, also gerne melden, wenn noch irgendwas unklar ist. Ich hoffe, ich habe Ihnen da nochmal so ein bisschen, ja, ein paar Ideen mitgeben können, wo man einfach sagt, ach ja, das ist ein guter Tipp, das nehme ich jetzt mit. Eben vor allem, was wir halt eben sehr, sehr oft hören, ist mit dieser Inventarisierung, mit diesen Hürden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn Sie sich gerne melden. Und wie gesagt, die Jungs aus dem Consulting sind jederzeit da. Wir sind jederzeit da vom Vertrieb. Einfach gerne bei uns melden. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ja, wünsche Ihnen noch allen einen schönen Restdonnerstag. Bis bald, auf Wiederhören.